Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Wird aus einer Krise ein Krieg? Die Meldungen von heute aus Bergkarabach lassen jedenfalls nichts Gutes erahnen. Aber der Reihe nach. Die Kaukasusregion Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Beide Länder streiten sich im Grunde seit dem Zerfall der Sowjetunion um diese Enklave und lieferten sich sogar schon zwei Kriege um dieses Gebiet, Anfang der 1990er Jahre und 2020. Nachdem Aserbaidschan monatelang die einzige Zufahrtsstraße von Armenien in die Enklave gesperrt und somit eine massive Versorgungskrise ausgelöst hatte, heute also nun eine militärische Eskalation. Angeblich, so heißt es, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Was es mit der Militäroperation, die heute früh startete, auf sich hat, Sebastian Ehm. Auch als die Sonne schon untergegangen ist, geht der Beschuss weiter. Ein freier Journalist veröffentlicht diese Bilder aus Stepanakert, der Hauptstadt Bergkarabachs. Seit dem frühen Morgen wird die von aserbaidschanischen Streitkräften angegriffen. Es soll mindestens 20 Tote und mehr als 100 Verletzte geben, darunter auch Zivilisten. Wir waren in der Nähe des Hügels, als die Explosionen begannen. Wir haben es geschafft zu überleben. Meine Schwester und ich haben überlebt. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hatte am Mittag den Beginn eines, Zitat, Antiterroreinsatzes verkündet. Man wolle die militärische Infrastruktur der Bergkarabach-Armenier zerstören. Es ist eine Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks gegenüber den in Bergkarabach lebenden Armenierinnen und Armeniern, jetzt eben unter Einsatz militärischer Mitteln. Die Lage in Bergkarabach gilt seit Monaten als katastrophal. Rund 120.000 Menschen haben nicht genug zu essen, die Regale sind leer. Denn Aserbaidschan blockiert die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach. Hilfslieferungen kommen kaum noch durch. Jetzt ist eben man an diesen Punkt ausgekommen, an dem 9 Monate Aushungern dann auch erheblich an Kräften gezehrt haben, sodass einfach auch die Menschen geschwächt sind. Sie sind geschwächt physisch, sie sind geschwächt psychisch. Und dazu jetzt eben noch der Militärschlag obendrauf. Der armenische Premier Nikol Pashinyan spricht von ethnischen Säuberungen und wirft Aserbaidschan vor, Armenien in einen Krieg ziehen zu wollen. Doch Pashinyan betont, Armenien werde militärisch nicht einschreiten. Dagegen protestieren in der Hauptstadt Jerewan Hunderte. Für sie ist klar, Bergkarabach darf nicht aufgegeben werden. Wie es für die Menschen dort jetzt weitergeht, unklar. Wir können davon ausgehen, dass in jedem Haushalt Waffen sind, dass die Menschen kampferprobt sind und dass sie hier möglicherweise in eine Art Guerillakampf eintreten und dass noch sehr viel länger eine unruhige Region bleiben wird. Aserbaidschan erklärte unterdessen, man werde den Militäreinsatz erst beenden, wenn die armenische Führung in Bergkarabach zurücktritt. Und das alles gerade mal 4 Flugstunden von uns entfernt. Schalten wir zu Armin Körper, der für uns in Moskau ist und vor 3 Jahren in der Region war, um über den letzten Krieg zwischen diesen beiden Ländern zu berichten. Armin, was ist denn das Ziel aktuell von Aserbaidschan? Also von armenischer Seite wird gesagt, dass Aserbaidschan ein klares Ziel verfolgt, die Vertreibung der armenischen Bevölkerung aus Bergkarabach und somit einen Exodus herbeizurufen. Man muss aber dafür spricht, dass wir heute davon gehört haben, dass Flugblätter abgeworfen wurden und die Bevölkerung aufgerufen wurde, Bergkarabach zu verlassen. Das deutet also darauf hin. Gleichzeitig muss man bei diesem Konflikt, der ja zu den ältesten der Welt zählt und zu den Gründungszeiten der Sowjetunion zurückführt, da muss man sehen, dass immer in diesem Konflikt 2 militärische Schwergewichte im Hintergrund stehen und das sind Russland und die Türkei. Armenien allein hat ja diesen Angriffen jetzt wenig entgegenzusetzen. Was ist denn mit dessen Schutzmacht Russland? Also seit dem Waffenstillstand von vor 3 Jahren gibt es doch sogar eine russische Friedenstruppe dort. Genau, die gibt es und die Schutzmachtfunktion Russlands geht zurück auf 1995, als ein Militärabkommen zwischen Armenien und Russland unterzeichnet wurde.
Gleichzeitig muss man, wenn man sich die Ereignisse der letzten Wochen und Monate mal genauer anschaut, feststellen, dass vieles auf eine Eskalation hindeutete. Als nämlich Aserbaidschan Bergkarabach abgeriegelt hat und eine humanitäre Katastrophe hervorgerufen hat, da haben die russischen Friedenstruppen tatenlos zugeschaut. Das zeigt, dass Russland im aktuellen Konflikt um die Ukraine viel mehr Interesse an Kontakten zu Aserbaidschan hat, was rohstoffreich ist, was geostrategisch interessanter gelegen ist für Russland. Und natürlich hat Russland ein großes Interesse an den Beziehungen zur Türkei, die ja im Ukraine-Konflikt eine Vermittlerrolle eingenommen hat. Darauf hat Armenien auch prompt reagiert, hat Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt, hat sogar Militärmanöver mit den USA durchgeführt. Das hat man hier hinter mir im Kreml überhaupt nicht gerne gesehen. Und das zeigt, dass mit Russland, der Türkei und auch den USA Großmächte in diesem Konflikt verwickelt sind. Es ist last but not least auch kein Zufall, dass das jetzt passiert, nachdem vor 3 Wochen die Herren Putin und Erdogan im russischen Sotschi auch über Bergkarabach verhandelt haben. Das heißt, alles, was hier passiert, steht in einem geopolitischen Zusammenhang und es deutet sich an oder man kann heute Abend vorhersehen, dass sich die Kräfteverhältnisse in Osteuropa verschieben könnten. Das auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Armin Körper, vielen Dank für diese Einordnung. Ja, und Frankreich strebt wegen dieser Ereignisse in Bergkarabach eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates an. Zuvor hatte Armenien den Sicherheitsrat, aber auch Russland aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Militäreinsatz zu beenden. Gemeint ist natürlich der von Aserbaidschan und nicht der der Russen, die ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine offiziell ja auch als Militäroperation deklarieren. Wie gut, dass alle Betroffenen aktuell zurzeit in New York beisammen sind und auf offener Weltbühne, aber ja auch hinter verschlossenen Türen miteinander ins Gespräch kommen können, wenn sie denn wollen. Einer wird diese Bühne ganz sicher nutzen. Aus New York, Elmar Thewissen. Als er heute kommt, da hallt noch nach, was Volodymyr Zelensky vorher im US-Fernsehsender CBS sagte. Einen zweiten Hitler hat die russische Gesellschaft erschaffen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können es hier stoppen. Das würden sie zwar gern, aber allzu heftige Verbalattacken empfinden viele nicht als hilfreich. Schließlich will man auch jene überzeugen, die, wie der Präsident Brasiliens, glauben, dass die Waffenlieferungen an Kiew den Krieg doch nur befeuern. Auch deshalb redet der UN-Generalsekretär erstmal allen ins Gewissen. Autoritarismus ist auf dem Vormarsch. Ungleichheiten wachsen, Hassreden verschärfen sich. Trotz dieser Herausforderungen ist Kompromiss zu einem schmutzigen Wort geworden. Unsere Welt braucht Staatskunst, keine Spielchen, keinen Stillstand. Es folgt ein leidenschaftlicher, manchmal fast wütender Appell von Lula da Silva, die Welt dürfe nicht in Einflusssphären geteilt und in einen neuen Kalten Krieg gestürzt werden. Der Ukraine-Krieg offenbart unsere kollektive Unfähigkeit, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta durchzusetzen. Wir unterschätzen nicht die Schwierigkeiten, Frieden zu erreichen, aber keine Lösung wird belastbar sein ohne Dialog. Joe Biden kommt zu spät, um Lula zuzuhören. Russland, sagt er, rechne damit, dass die Welt müde werde und Putin weiter Krieg führen lasse. Wenn wir die Kernprinzipien der Vereinten Nationen aufgeben, um einen Aggressor zu beschwichtigen, kann irgendein Mitgliedstaat sicher sein, dass er geschützt ist? Wenn wir die Aufteilung der Ukraine zulassen, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation gesichert? Genau dies ist auch sein stärkstes Argument. Keine Beschimpfungen, sondern eine glühende Anklage gegen das Land, das die regelbasierte Ordnung, ja die Welt, zerstören wolle. Der Aggressor verwandelt viele Dinge in Waffen und richtet diese dann nicht nur gegen unser Land, sondern auch gegen ihre Länder. Russland benutzt die Nahrungspreise als Waffen. Der Aggressor verbreitet Tod und schafft Ruinen, ohne Nuklearwaffen, aber mit dem gleichen Ergebnis. Bitte hört mich an.
Lasst uns gemeinsam und offen darüber entscheiden. Während Russland die Welt in einen großen Endkampf drängt, versucht die Ukraine alles, um sicherzustellen, dass es künftig niemand mehr wagt, irgendeine Nation anzugreifen. Im Weltsicherheitsrat morgen will Selenskyj neue Friedensvorschläge machen. Seine Rede hallt nach. Ob sie wirkt, bleibt offen. Der ukrainische Präsident, der ja schon bei anderen Gipfeln dabei war, G7, NATO, EU, ist also erstmals seit Beginn des Krieges bei der UN-Vollversammlung vor Ort dabei. Hier wird er dann auch versuchen, die skeptischen oder zögerlichen Länder von seinem Kurs zu überzeugen. Denn insbesondere der globale Süden, der pocht ja auf eine Deeskalation des Krieges. Und der geht auch an Tag 573 unvermindert weiter. Was es für eine erfolgreiche Gegenoffensive braucht, neben Waffen und Munition, ist Geduld, wie Henna Hebestreit berichtet. Die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen südlich von Saporischschja kommt nur schleppend voran. Sobald sie eine Salve abgefeuert haben, verstecken sie ihre Geschütze, warten im Bunker auf eine Reaktion der Russen. Es ist nicht leicht. Jeder Zentimeter, jedes Feld, jeder Busch, überall lauern sie auf dich. Unsere Soldaten müssen dahin, um sicherzustellen, dass da niemand mehr ist, außer unseren Jungs. Er muss sie mit allem versorgen, was die Truppe braucht. Rustem Umerov. Anfang des Monats übernahm er mitten im Krieg den Job des Verteidigungsministers. Meine Verantwortung als Verteidigungsminister ist es, alles Mögliche und Unmögliche zu tun, damit unsere Kämpfer mit allem ausgestattet sind, was sie brauchen. Der 41-Jährige gilt in der Ukraine als effizienter Manager, dem auch zugetraut wird, die Korruption im Verteidigungsbereich zu bekämpfen. Um die Korruption loszuwerden, müssen wir die korrupten Leute in der Spitze des Ministeriums loswerden. Wer bei ordentlicher und effektiver Beschaffung im Verteidigungssektor versagt hat, muss so schnell wie möglich gefeuert werden. Diesen Forderungen ist der neue Minister rechtzeitig zu den Rammstein-Gesprächen nachgekommen. Fast die gesamte Spitze seines Ministeriums musste gehen. Betroffen davon auch seine prominente Vertreterin Hanna Maljar. Umerov soll für die Ukraine auch neue Partner suchen. Er spricht auch fließend Türkisch und er ist Muslim. Er stammt ab von den Krim-Tataren, das heißt, er weiß, wie der Osten tickt, wie die arabisch-muslimische Welt arbeitet. Erstmal will er aber für seine Soldaten an der Front um noch mehr Ausrüstung bei den Verbündeten der Ukrainer in der NATO bitten. Es ist unsere Hauptaufgabe, eine Vereinbarung mit den Partnern zu schaffen, um die Waffen auf das Schlachtfeld zu liefern, damit sie so schnell wie möglich dort eintreffen. Es dürfte ihm auch um Taurus-Marschflugkörper gehen, damit seine Soldaten mehr Ziele angreifen können, ohne eine sofortige Reaktion der Russen befürchten zu müssen. Ja, und Taurus-Marschflugkörper, vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, die können hunderte Kilometer weit fliegen und dann zum Beispiel Bunker, Munitionsdepots oder andere gut gesicherte Anlagen zerstören. Und genau das macht das Waffensystem für die Ukraine so wertvoll. Das Land wird sich aber weiter gedulden müssen, denn auch beim mittlerweile fünften Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein gab es in Sachen Taurus keine Zusage. Ganz leer geht die Ukraine aber nicht aus. Bereits im Vorfeld hatte der aufgrund einer Erkrankung nicht in persona teilnehmende deutsche Verteidigungsminister ja bereits neue Rüstungshilfen angekündigt. Und auch US-Verteidigungsminister Austin liefert, und zwar US-Kampfpanzer. Die sollen nun bald in der Ukraine ankommen. Florian Neuhahn hat das Treffen ranghoher Militärs- und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern für uns verfolgt. Florian, worum ist es bei dem Treffen denn dann vorrangig gegangen? Also Geschlossenheit zu demonstrieren und was noch? Na, erstmal kann ich sagen, worum es nicht ging. Das waren die berühmten Taurus-Marschflugkörper. Über die wurde offenbar gar nicht gesprochen, wie ich höre. Das zeigt auch, dass die deutsche Debatte da offenbar mal wieder zu sehr verengt ist auf ein einziges Waffensystem. Tatsächlich liegt der größte Bedarf der Ukraine aktuell mal wieder bei der Luftabwehr.
Da gab es offenbar wirklich eindringliche Appelle des US-amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin, der alle Staaten des Westens aufforderte, nochmal ihre Lager zu durchforsten, ob irgendwo ein Luftabwehrsystem noch entbehrlich ist, um die Ukraine besser gegen russische Luftangriffe zu schützen. Aber Austin hatte eben auch eine Mahnung dabei für die Ukraine selbst. Er sagte, die USA würden sehr genau überprüfen, wie die gelieferten Waffen genutzt werden. Und das deute ich als Erinnerung an diese Zusage der Ukraine, die gelieferten Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet zu verwenden. Und da wiederum schließt sich der Kreis, denn genau das ist ja die große Sorge, die auch die deutsche Bundesregierung derzeit noch bei den Taurus-Raketen bremst. Also, wenn es gelingen sollte, diese Sorge hier politisch oder auch technisch zu lösen, dann wäre der Weg auch für die Taurus-Raketen frei. Und das könnte schon in den nächsten Tagen passieren. Sagt Florian Neuhahn. Vielen Dank für die Beobachtung und Einschätzung. Und hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem ersten Nachrichtenblock von Gundula. Und der beginnt mit Vorwürfen. Zum ersten Mal gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen einen deutschen Kardinal persönlich. Der 1991 verstorbene Bischof von Essen, Franz Hengsbach, soll Minderjährige sexuell missbraucht haben. Das Bistum Essen erklärte heute, gravierende Vorwürfe würden geprüft. Die drei betreffenden Fälle sollen sich in den 1950er und 60er Jahren ereignet haben. Der jüngste wurde erst vor einem Jahr angezeigt. Frühere Vorwürfe wurden auch von Rom aus als nicht plausibel abgewiesen. Kardinal Franz Hengsbach war Gründerbischof des Bistums Essen. Bundesinnenministerin Faeser hat den Neonazi-Verein Hammerskins Deutschland verboten. Rund 700 Einsatzkräfte durchsuchten bei einer bundesweiten Großrazzia Wohnungen von mutmaßlichen Führungsfiguren und beschlagnahmten Bargeld, Waffen und NS-Devotionalien. Die rund 130 Mitglieder zählende Gruppe sei, so das Innenministerium, in der rechtsextremistischen Musikszene aktiv und agiere international. Die Debatte über den Umgang mit der Migration hält an. CDU-Chef Merz sprach sich, wie zuvor schon CSU-Chef Söder, für eine Aufnahmeobergrenze von 200.000 Menschen pro Jahr als Orientierungsgröße aus. Grünen-Fraktionschefin Dröge warnte die Union vor einem Überbietungswettbewerb. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali Radovan von der SPD, betonte, es könne keine nationalstaatlichen Lösungen geben. Migrationsabkommen müssten verhandelt und Geflüchtete solidarisch in Europa verteilt werden. Die Zahl der Ausweisungen ausländischer Straftäter aus Deutschland ist rückläufig. Das berichtet die Zeitung Welt aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 2021 gab es demnach noch 11.599 Ausweisungen, im vergangenen Jahr dann noch 10.045 und bis Ende August diesen Jahres 6.116 Ausweisungen. Ein Teil der ausgewiesenen Straftäter halte sich außerdem inzwischen wieder in Deutschland auf. Das Thema Migration ist in den letzten Tagen wieder sehr präsent. In der politischen Debatte, in den Medien, am Stammtisch oder aber auch in den sozialen Medien. Oft werden da diverse Dinge in einen Topf geworfen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Beispielsweise der Schutz von Asylsuchenden und gesteuerte Zuwanderung. Wie auch immer, eine der wichtigsten Fragen ganz grundsätzlich ist ja, wer soll kommen bzw. wer darf bleiben? Auch um den Fachkräftemangel zu beheben und den demografischen Wandel abzufedern. Umso unverständlicher ist das, was sich gerade in und vor Ausländerbehörden abspielt. Sven Klass über die Situation in Stuttgart, die seit Wochen nicht gelöst werden kann, sehr zum Leidwesen derjenigen, die gebraucht werden und zurück zur Arbeit wollen und für so ein Chaos schlicht gar keine Zeit haben. Die ganze Nacht und länger haben viele hier verbracht, um endlich ganz vorne in der Schlange anzukommen. Jetzt bin ich erstmal fertig. Oh, wirklich? Lange, ja. Mal abwarten, bis so sünde ich Vater hier, bitte. Die wenigen Einlasskarten noch vor der Öffnung des Ausländeramts in Stuttgart erst mal vergriffen. Von mehr als 24 Stunden Ausharren berichten manche. Viele versuchen es nicht zum ersten Mal. Am Mittwoch waren wir da.
Am Freitag waren wir da, keinen Termin gekriegt. Eine E-Mail hatte ich schon vor einem Monat geschrieben, 5 Tage, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe. Und seitdem warte ich auf Antwort. Aber es kam, also geht gar nicht. Und Telefonate sind auch erfolglos. Ich habe jetzt Nachschild gemacht im Krankenhaus. Ich bin Krankenschwester. Und jetzt muss ich kommen und auch hier stehen. Und auch bin ich sicher, wenn ich dann rein darf. Und wahrscheinlich muss ich selbst morgen um 3 Uhr kommen. Ich verstehe nicht, das Problem ist bekannt, es ist nicht von gestern, das dauert schon eine lange Zeit und gibt keine Lösung. Ausländerbehörden stellen zum Beispiel Dokumente für Flüchtlinge aus, aber auch Arbeitsvisa für Nicht-EU-Bürger. Bundesweit sind viele dieser Ämter massiv überlastet, hier in Stuttgart sagen viele, sei es besonders schlimm. Mehr Personal soll die Probleme demnächst zumindest lindern. Wir haben knapp 30% unbesetzte Stellen, dann kommt noch Urlaub und Krankheit obendrauf. Das bedeutet, wenn Sie sich vorstellen, von 10 Schreibtischen sind 3 nicht besetzt, aber es liegen trotzdem Akten drauf und stapeln sich, dass wir hier eine erhebliche Bugwelle vor uns herschieben. Das hier ist dabei nur die Notfallschlange, besonders dringende Fälle, etwa weil das Visum in den nächsten Tagen abläuft. Der sichtbare Teil der Überforderung. Der nach außen unsichtbare, fast 30.000 unbearbeitete E-Mails. Viele der Betroffenen, Fachkräfte, die zum Beispiel hier dringend benötigt werden. Der Operationsbereich oder die Intensivstation, wo wir einen großen Fachkräftemangel haben, da kommt es auf jede einzelne Mitarbeiterin und Mitarbeiter an. Und wenn die fehlen, müssen wir Betten sperren, Operationen fallen aus. Wir haben jetzt in der letzten Zeit einige Mitarbeiter deshalb verloren, weil wir einfach nicht mehr die Aufenthaltsgenehmigung hatten. Auch andere Branchen schlagen Alarm, sehen aber nicht nur die Kommunen in der Pflicht. Es gibt eine hohe zweistellige Anzahl von unterschiedlichen Verfahrensarten. Man braucht nahezu ein Studium, um überhaupt diese Verfahren zu verstehen. Da ist der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber gefordert, diese Verfahren zu vereinfachen. Man arbeite bereits an rechtlichen Vereinfachungen, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Entsprechende Schritte sind im Beschluss zur Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Länder vom 10. Mai festgehalten und wurden durch die Bundesregierung auch umgesetzt bzw. finden sich in Umsetzung. Die Überlastung von Ausländerbehörden betrachte man mit Sorge. Bei vielen, die hier in der Schlange stehen, ist es mehr als das. Es geht schlicht darum, wie ihr Leben weitergeht. Und wir machen jetzt hier erstmal weiter mit dem Blick auf und in die Wirtschaft und mit dem bösen Wort, das mit I beginnt. Mhm. Auch, genau. Die hohe Inflation und die unsichere Entwicklung in China bleiben Risikofaktoren für die Weltwirtschaft. So sieht es die Industriestaatenorganisation OECD in ihrem aktuellen Konjunkturausblick. Frank Bethmann an der Börse, und Deutschland schneidet in der Prognose besonders schlecht ab. Ja, das ist so. Nur für einen Industriestaat sieht es noch trüber aus als für Deutschland. Und da reden wir über Argentinien, ein Land chronisch schuldengeplagt und auf internationale Finanzhilfen angewiesen. Also das sollte eigentlich nicht der Maßstab für die heimische Wirtschaft sein. Die OECD prognostiziert, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,2% schrumpft, dann in 2024 wieder um 0,9% wächst. Doch erst verglichen mit der globalen Wirtschaftsleistung wird deutlich, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit derzeit auseinanderklaffen. Mit ihrem neuesten Ausblick auf das Jahr 2024 ist die OECD sogar noch pessimistischer als die EU-Kommission oder einige führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute. Die OECD-Experten geben ja aber auch immer Ratschläge. Welche Wege aus der Krise empfehlen Sie? Ja, sie machen der deutschen Wirtschaft trotz allem Mut. Deutschland habe immer noch ziemlich große Stärken, zum Beispiel die hochqualifizierten Arbeitskräfte. Das Land sei aber auch nach wie vor reich und könne insgesamt viel Kapital mobilisieren und damit die Konjunktur wieder ankurbeln. Aber Deutschland müsse auch Reformen angehen. Offene Baustellen gäbe es reichlich, von der Digitalisierung bis zum Fachkräftemangel. So wäre ein Ansatz, die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, älteren Menschen sowie Geringqualifizierten zu verbessern. Bürokratie abbauen. Danke, so Frank Bethmann, an die Börse. Wir haben ein Fußballergebnis vom Abend. RB Leipzig hat als erster Bundesligist die neue Saison in der Champions League eröffnet und zum Auftakt die Young Boys Bern besiegt. Die Schweizer unterlagen 1:3.
Bei der Versorgung von Bewohnern in deutschen Pflegeheimen gibt es starke regionale Qualitätsunterschiede. Dem Pflegereport der AOK zufolge bekommen in einigen Regionen mindestens 10% der Pflegeheimbewohner dauerhaft Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht. Besonders häufig im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Vorsichtiger werden ruhigstellende Medikamente in Ostdeutschland eingesetzt. Wer Polarlichter mit eigenen Augen sehen will, der reist normalerweise in den hohen Norden oder ganz weit Richtung Süden. Gestern aber hat schon eine Fahrt nach Magdeburg gereicht, um sie am Nachthimmel strahlen zu sehen. Ein schillerndes, buntes Leuchten wie auf Island oder in der Antarktis. Tausende Kilometer von Nord- und Südpol entfernt sind Polarlichter äußerst selten zu sehen. Einer, der, wie es heißt, die Kabine in Bayern verloren hat und wohl unter anderem auch deshalb den FCB verlassen musste, wird möglicherweise neuer Bundestrainer, wo er wieder auf die trifft, die er in der Kabine verloren hat. Alle Fußballfans wissen natürlich sofort, von wem ich rede. Es geht um Julian Nagelsmann, freigestellter Coach der Bayern, 36 Jahre jung, und er soll die deutsche Fußballnationalmannschaft, in der ja eben auch viele Bayern-Spieler sind, übernehmen. Ob er sich damit übernimmt, wird sich auf dem Platz und in der Kabine zeigen. Heute gab es jedenfalls ein Treffen zwischen dem DFB und Julian Nagelsmann. Boris Kramer. Der Wunschkandidat soll es nun auch werden. Julian Nagelsmann, einer der namhaftesten deutschen Fußballtrainer auf dem freien Markt, soll laut Fachmagazin Kicker eine mündliche Einigung mit dem Deutschen Fußballbund erzielt haben. Dem ZDF bestätigt der Verband, dass DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler Nagelsmann getroffen haben und mit ihm in guten Gesprächen sind. So würde der FC Bayern mehr und mehr zur Trainerschmiede des DFB. Und offenbar, wie schon bei Hansi Flick, keine Ablösezahlung vom finanziell klammen DFB für Julian Nagelsmann verlangen. Vor 2 Jahren noch zahlte der FC Bayern geschätzt 20 Millionen Euro an RB Leipzig. Nagelsmann träfe mit dem großen Bayern-Block im Nationalteam auf bekannte Gesichter und wäre mit 36 Jahren der zweitjüngste DFB-Cheftrainer jemals. Nur Otto Nerz war 1926 jünger. Für Liverpool-Coach Jürgen Klopp kein Thema. Alter komplett egal. Er hat schon mit 28 bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist. Er hat 8 Jahre Erfahrung, das haben andere mit 45 oder 50 auf höchstem Niveau. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es denn so kommt. Auch Nagelsmanns Nachfolger beim FC Bayern voll des Lobes. Julian hat Qualität und der DFB hat sich dafür entschieden. Er hat sich dafür entschieden und damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung. Noch ist nichts unterschrieben. Gehalt und Vertragslaufzeitverhandlungssache sollten sich Nagelsmann, die DFB-Führung und die Bayern einigen, müssen noch DFB-Aufsichtsrat und Präsidium zustimmen. Dann tippe ich mal auf Freitag, da treffen sich nämlich alle. Mhm. Und in unserem Heute-Journal-Update um 0.30 Uhr spricht Nazan Göktemir mit der Präsidentin des Deutschen Pflegerates über die Pflegesituation in Deutschland. Und jetzt folgt ein sympathischer Familienvater, der ein seltsames Hobby hat, was seine Frau alles andere als lustig findet. Jetzt bei den Kollegen von 37 Grad. Tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen. Herzlich willkommen zum Wetter. Mit diesem Sonnenaufgang begann der Tag heute in der Kieler Förde. Es war ein stürmischer Tag hier, denn es nähert sich uns jetzt dieses Tief hier. Das hat sich übrigens aus einem ehemaligen Hurricane Lee entwickelt. Das sorgt eben für mehr Wind und es sorgt auch für diese richtig sommerlichen Temperaturen, die da in den nächsten Tagen noch einmal auf uns zukommen. Zunächst aber zu der Nacht, da bleibt es im Norden weiter stürmisch, hier auch noch mehr Wolken und gebietsweise etwas Regen. Richtung Süden ist der Himmel aber immer öfter klar, ganz im Süden bildet sich Nebel. Da sinken die Temperaturen morgen früh dann auch auf 7 Grad. Unter den Wolken bleibt es deutlich milder, bei 17 Grad an der Nordsee. Ja, und auf der Nordsee sind auch morgen stürmische Böen möglich. Generell im Nordwesten weiter ein frischer Südwestwind. Sonst ist der Wind aber schwächer als noch heute. Im Nordwesten, da finden wir auch anfangs noch dichtere Wolken, vereinzelt noch Schauer. An der See
Nachmittags schaut hier die Sonne dann immer öfter raus. Ein freundlicher Tagesstart wird es im Südosten nach Auflösung der Nebelfelder. Und dann eben diese Temperaturen. 21 Grad gibt es in Schleswig-Holstein. 25 Grad und mehr, also einen Sommertag, erreichen wir im Osten und im Südwesten des Landes. Der Donnerstag legt dann noch einmal eine Schippe drauf, vor allem in Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit Temperaturen bis 29 Grad. Dann kommen aber Gewitter und Schauer von Westen und es wird doch etwas kühler und eher frühherbstlicher. Und damit auf Wiedersehen.